Im Süden Australiens wüten weiterhin heftige Buschbrände. Zusätzlich zu den über 100 Bränden im Bundesstaat New South Wales brennt es nun auch an Dutzenden Stellen im Nachbarstaat South Australia. Über 100 Schulen blieben am Montag geschlossen. Bewohner der betroffenen Gebiete bereiteten ihre Flucht vor. In beiden Staaten haben die Feuersbrünste bislang mehr als 1 Million Hektar Weiden und Buschland zerstört. Mindestens 4 Menschen und mehr als 300 Häuser sind bislang den Flammen zum Opfer gefallen. In der Region herrschen derzeit mehr als 42 Grad Celsius. Außerdem ist es sehr windig. Ein Feuer, das unter diesen Bedingungen ausbricht, ist nicht mehr zu kontrollieren. Deshalb haben die Behörden die höchste Warnstufe katastrophal ausgerufen. Buschfeuer sind keine Seltenheit in Australien. In den letzten Jahren haben aber sowohl die Heftigkeit als auch die Häufigkeit der Brände extrem zugenommen. Wissenschaftler führen das auf die menschengemachte Klimakrise zurück.